Moin, moin, meine lieben Leute, ich bin's, der Schanzen, und wir spielen weiter The Last of Us Part 1, das Remake auf der PlayStation 5. Und ja, wir sind mit Ellie jetzt hier auf dem Campus und versuchen, auf diesem Campus halt zu diesem Spiegelelement zu kommen, wovon geredet wurde. Denn dort sollen die Fireflies sein und uns auch ein bisschen helfen können. Denn Ellie ist ja die Wunderwaffe gegen die Infizierten. Lass mal schauen. Das Tor haben wir gerade aufgemacht. Gehen wir hier durch. Gibt's ja auch einen Weg noch. Irgendwo müssen wir hinkommen. Das Pferd geben wir natürlich nicht auf. Das ist ja unser Pferd. Und ich hoffe auch. Ja, na los. Und jump. So, es sieht so aus, ob die sich hier auch stationiert hatten. Aber es sieht auch sehr zerstört aus, alle. Kein gar nichts. Nee. Ja. Das ist nicht so gut. Langsam sollten wir jemanden treffen. Das ist der Spiegel da. Nein. Okay. Ja, reinkommen wohl nicht. Und ist nicht hier längst. Okay. Gucken wir mal, ob wir einen Weg finden. Oh, nicht gegen Baum. Bisschen schwerfällig, das Pferd. Oh, warst du in so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Na komm! Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Na okay. Na los! Gut. Er ist nicht so der Redselige, ne? Das wissen wir ja. Hey, wie wär's da drüben? Ja. Wie wär's da drüben? Achso, okay. Dann reiten wir da nochmal hin. Oh, Pferdchen. Also man kann nicht überall laufen mit dem Pferd. Das ist auch ein bisschen irritierend. Joa. Kamera zumindest. Gehen wir mal runter. Da können wir reinkommen. Ja, scheint der Eingang zu sein. Dann machen wir mal auf hier. Zack. Was ist die Kette vor? Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Hast du recht. Muss man irgendwas runterschieben, da wieder rüberkommen. Ein Wagen hier? Nee, das geht nicht, ne? Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Quatsch mal. Womit wir den. Müssen wir irgendwas hier runterbekommen? Es gibt bestimmt irgendwas da, der Container zum Beispiel. Gut, den Container mit. Ich könnte auch eine Räuberleiter machen, aber das findet er anscheinend nicht so cool. Ich hüpfe da so ein Spiegel zur Mülltonne. Guten Abend! Oh, Joel ist aber auch nicht das Stärkste hier. Ist hier Physik? Lass mal los. Oder so. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. So, wir müssen wieder hochkommen. Das heißt, wir müssen. Vielleicht den brauchen wir vielleicht trotzdem nochmal. Schieben den da hinten ran. Dann kommen wir trotzdem nicht da hoch, oder? So, wir probieren es trotzdem mal. Okay. Warte mal auf. Kommst du da dann auch auf? Komm, Ellie. Und unser Pferd lassen wir jetzt einfach da. Okay. Okay, Strom bekommen die auch irgendwo her. Ich kann mal hier rein. Aber ich denke mal, dass die Fireflies nicht da sein werden. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Ich dachte, er wird jetzt von hinten angegriffen. Sehen wir uns um. Okay. Immerhin. Hat ja auch keine Angst. Aber Licht haben die hier drin, das ist schon mal gut. Wo sind sie? Man weiß es nicht. Ah, hier, guck mal. Ein bisschen durchstöbern. Wir nehmen alles mit, was wir finden können. Ich hoffe mal, dass wir auch noch eine Werkbank finden. Ich weiß gar nicht, wie viel wir eingesammelt haben, aber wir nehmen alles mit. Und hier können wir wieder ein paar Sachen bauen.
Ich hab gedacht, wir finden ein bisschen mehr hier. Ausgefunden, Ellie? Ne, Ellie hat nichts gefunden. Guckt ja nicht mal, die gute Tante. Oh, hier. Oh. Eine Fundgrube. Können wir was bauen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ne, können wir nicht. Okay. Hier rüber gehen. Haben wir nur 25. Bräuchten ein bisschen mehr von. Dann könnten wir hier noch... Erhöht die Fertigkeitszeit und Geschwindigkeit. Ist eigentlich irgendwie Quatsch, die Fertigkeitszeit erhöhen, oder? Weil wenn ich irgendwo bin, dann reicht es mir doch. Eiltempo könnte man gut mal erhöhen, ja. Okay. So. Ellie, lass uns mal hier gucken. Gehen wir raus. Lass uns, wir gehen erstmal. Fireflies! Euer Heilmittel ist hier. Ist da wer? Oh, gut, dass sie so schreit. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Voll geil, euer Heilmittel ist hier. Huhu. Was? Da ist nichts drin. Das ist ein Fake-Schrank. Und der hier? Ah, ein bisschen was. Mhm. Okay, ja, richtig viel ist hier nicht, ne? Was ist denn jetzt hier? Na gut. Und den Raum auch nochmal inspizieren. Messer benutzen. Das machen wir. Unser neues Raum. Weil ich glaube, wir können sogar direkt gleich ein neues bauen. Machen wir direkt auch. Wenn wir genug Messer dabei haben. Ich weiß nie, wofür man die gebrauchen kann. Gerade bei Angriffen kann es sein, dass man die ganz gut mal nutzen muss. Was ist das hier? Eine Broschüre? Verbesserter Radius von Brandbomben-Einsatz. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu leisten. Okay. Cool. Jetzt ist sie zweimal so groß, unser Explosionsradius. Das ist natürlich ganz geil eigentlich. Okay, das ist gut. Werkzeugstufe 4 bekommen. Das heißt, wir können wieder bessere Sachen bauen. Was für uns natürlich sehr praktisch ist. Dass wir das hier alles knacken. Oh, hier können wir noch ein bisschen Munition. Das. Das. Oh, da liegt auch noch was hier. Oh, alles mitnehmen. Hat jemand selber eine Waffe gebaut? Noch ein bisschen was. Perfetto! Ist nicht mehr, ne? Ja. Es macht immer Sinn, solche Räume zu knacken, damit man einfach noch so ein paar Bonus-Sachen einsammeln kann. So, Ellie ist da und schreit draußen rum, deswegen müssen wir mal zu ihr hin. Haben wir gefunden, Ellie? Ihr brav gewartet, ne? Was hier steht. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Naja, medizinische Krempel. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Jetzt weiß ich auch warum. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Wir können uns einmal hier so rumgehen nochmal, bevor wir hochgehen. Wo wir uns hier irgendwas entdecken können noch. Wo wir... Die Kleinigkeit kann uns helfen, deswegen muss man leider alles durchsuchen. Hier kommen wir nicht durch. Bleib in meiner Nähe und sie rennt hoch, die... Sag mal, was für ein Gör. Also wenn das mein Kind wäre, dann hätte ich jetzt so ein Laufband, so ein Kinderband. Oh. Ellie, renn doch nicht immer gleich rum, Ellie. Selbst schuld, wenn du angegriffen wärst. Dann muss ich dich wieder aus der Patsche retten. Aus der Patsche helfen. Und guck mal. Geht's nicht längs? Gut. Ja, auch schön, mal jemand Lebendiges zu finden. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Da hier oben wird ja jemand sein. Überall Backsteine. Also hier kommen auf jeden Fall Viecher gleich. Sonst würde man... nicht so viele Sachen finden. So, das ist so wenig, was man findet, ne? Warte mal, bis man dann die ganzen Waffen erhöhen kann. Das ist ein bisschen schade. Nixen, Bixen.
Oh, was mache ich denn da? Ah, erstmal abschrecken die Leute, ne? Also zeigen, was man hat. Oh, hier. Na, komm her. Nix. Schade, schade. Hier ist auch nichts. Schrank, mach mal auf. Ich dachte, da hab ich gerade gesehen, ja. Ich würde sagen, da war doch was. Hä? Könnt ihr das sehen? Kann da eigentlich ran? Aber irgendwie auch nicht. Mal so. Ach, guck mal, da sind noch wichtige Sachen drin. Nee. Drüben ist kein Schrank, liegt auch nichts. Was ist da denn? Ach, ein Diktiergerät. Was abspielen? Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Okay. Okay. Merkwürdiger Arzt. Kein Teamplayer, wie man hört. Hier sind wir gekommen anscheinend. Dann wollen wir zurückgehen. Ah, die Tür hatten wir auch schon aufgemacht. Also beziehungsweise haben wir nicht aufgemacht, aber die führt ja nur dahin, wo wir waren. Das macht auch nicht so viel Sinn. Oh, Ellie, gehen wir mal in eine andere Richtung, hast du recht. Umpa Lumpa Dupiditu. Jetzt kommt der Joel und haut kräftig zu. Umpa Lumpa. Da lag noch was drin, oder? Ja. Gut. So. Huch. Hier leuchten immer Sachen auf, aber die können wir leider nicht einsammeln. Was ein bisschen schade ist. Hier können wir was einsammeln. Definitiv. Das ist hier ein kleiner Riegel. Oh, war auch mit. Ja, also ich guck mich. Ich bin ab und zu stets immer so vorwurfsvoll da. Oh, was macht er jetzt schon wieder? Ich will weiter. Option. Lass uns einfach mal die Waffen kontrollieren kurz, ne? Sind die alle aufgeladen? Auf, guck mal hier. Direkt nachladen. So. Und dann weiter. Was mit der Waffe? Ist die nachgeladen? Nein, direkt nachladen. Ich werde die mal alle voll machen kurz. Ich habe immer Angst, dass da irgendwie was passiert. Wo man denn da hängt, nachher gar keine Waffen hat. Das ist eine Zweischusswaffe, okay. So, was hiermit? Kann man die noch weiter aufladen? Jupp. Und die ist aufgeladen für den. Muss auch nochmal aufladen. War der volle Bulle. Und hier nehmen wir auch die einfache Waffe jetzt. Reicht. Gut. Ja, lass mal, oh, hier ist auch noch was. Können wir irgendwas hier erbauen schon mal? Das wäre ein bisschen was loswerden. Ne, das können wir nicht. Das auch nicht. Alles voll, okay. Granaten nutze ich gar nicht so viel, ist mir aufgefallen. Was daran liegt, dass die auch so, das ist immer so unhandlich, die zu schmeißen irgendwie. Und da müssen die auch genau jetzt wissen, da sind irgendwie die Molotovs praktischer. Oh oh. Mist! Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Hm. Habe ich rausgefunden, was es war? Aber irgendjemand hat eine Lampe umgeworfen. Gut, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht verfolgt uns jemand. Ja, gut sein. Gehen wir langsam voraus. Irgendwas? Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Sieht nicht so schön aus. Also möchte man auch nicht sterben, ne? Obwohl du kriegst ja nichts davon mit. Ich glaube, dein Bewusstsein ist ja dann tot, ne? Das heißt, du rennst ja nur als infiziertes Zombie-Ding rum.
Affen. Immerhin keine Klicker. Ja, ich weiß nicht. Also, in dem Film sind meistens Affen die Verursacher. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Das wäre schon lustig. Wir werden was finden. Ja, gucken, was sie sagen. Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde, scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Okay. Also. Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Wir werden schon was finden. Keine Angst, Ellie. Oh, hier liegt noch was. Ein Firefly-Abzeichen. Anhänger, der von Mitgliedern Firefly getragen werden wird. Okay. Halt, halt. Ach, Mist, ich hätte auch mal umdrehen sollen. Habe ich nicht gemacht. Egal. Was nachher die nochmal machen? Ah, okay, oder? Rios Firefly hier? Ja, okay. Können wir sich mal angucken, okay. Okay. Brauchen wir jetzt aber nicht. Das hilft uns nicht so viel. Hier ist nichts mehr. Wenn wir hier drin gucken. Wir den Affen noch erschießen müssen, weil die ein Virus in sich tragen. Beziehungsweise ein Pilz. Ein Virus in dem Sinne. Geh dir auf. Zumindest sind die. Oh. Der letzte Wachmann sitzt schon etwas länger hier, würde ich sagen. Shit. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Ich glaube nicht, dass es Fireflies sind. Ich glaube, es sind Spastis. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ey. Tauschen wir mal mit einer Axt. Eine Axt ist immer besser. Wir rauskommen, ohne dass sie. Er hat uns ein bisschen Leben weggenommen. Vielleicht sollten wir mal kurz ein bisschen heilen. Macht vielleicht Sinn, oder? So. Noch schnell so ein Heilding bauen? Nee, können wir nicht. Okay. Oh, da kommt ein Spiel hin. Oh! Shit. Los, Deckung! Okay.
Oh. Ach, keine Munition mehr. Eine kleine Waffe. Okay, seid ihr nur die beiden da? Dann kriegt ihr einfach hier Ablauf. Hast du bezahlt? Oh, wie viele noch sind. Die sind schon mal weg. Ich habe meine Munition ein hier. Guck, ob der hier Munition hat fallen lassen. Natürlich nicht. Wofür seid ihr Nütze, wenn ihr nichts fallen lasst? Ja. Nichts fallen gelassen. Der auch nicht. Da kommen welche, okay. Drei Stück. Ausschwärmen! Gleich hier! Ah, der ist gleich an die Ecke, okay. Lässt Munition fallen, ne? Schon schade. Wir sind noch hier. Wir müssen runter. Und unten werden wir wahrscheinlich mehr finden. Mal gucken. Haben wir noch keine? Ah, die haben wahrscheinlich unser Pferd gefunden. Ach, Gott, verdammt. Shit. Ab und zu zu leichtsinnig, ne? Dann denkt man kann das und dann. Ah. Aber vielleicht können wir die anders aufhalten und zwar. Mit dem Flammenwerfer. Pass mal auf. Zeigen wir es jetzt. Oh, verdammt. Okay, jetzt geht auch nicht. Dann müssen wir es doch anders machen. Muss ich mich doch ein bisschen verstecken und den Typen gleich als erstes wegknallen. Behalten wir hier unsere Munition oder haut er den? Ne, okay. Gut, dann lass uns die andere Waffe nehmen. Und zwar haben wir hier noch so eine kleinkalibrige, aber die hat ein bisschen mehr Wumms. Och, verdammt! Okay. Mein Leuchtcontroller leuchtet rot. Was bedeutet, ich bin tot. Gut, jetzt wieder grün. Können weiterziehen. Warte mal, die andere Waffe nehmen, die ist ganz gut. Okay, ich muss eigentlich direkt zielen und schon gleich treffen. Aber das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Der Typ vorne, der muss als erstes abgeknallt werden. Und das mache ich jetzt mit der Schrotflinte. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Pass auf. Schrodi! Oder einen Stein in die Fresse werfen. Kann man beides machen, ne? Penne, ey. Gibt's doch gar nicht. Den habe ich echt nicht gesehen. Ich muss einfach noch mal schon Leben zu uns nehmen. Bin ich komplett sterben gleich. Moin. Oh,
Das war nicht mein Ziel. Ah, Munition für die Schrotflinte. Was natürlich sehr gut ist. Will die auch gleich aufladen. Aufladen, sag ich schon. Laden, so weiß ich nicht schon. Okay, was gibt's? Oh. Ja, warte. Nein. Ich bin Joel. Verdammte Scheiße. Oh. Scheiße. Oh, das ist nicht gesund. Oh Mann. Oh, da ist noch mal drin. Was soll ich jetzt tun? Was? Shit, shit, shit. Ich muss mich hochziehen. Okay. Ah, das tut bestimmt weh. Bist du bereit? Eins, zwei, drei. Oh! Einfach zum Pferd. Naja, wir sollten vielleicht einen Arzt aufsuchen oder irgend so eine Scheiße. Da ist keiner. Weiter. Na, ein bisschen schießen kann ich gleich, ne? Nachladen. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh, fuck, Alter. Oh Gott! Komm schon! Oh. Schon Mist. Entdeckt. Okay. Los, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie! Du hast meine Freunde getötet. Na los, raus da! Oh, shit. Kann ich zu ihm hin? Oh Mann. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Boah, ich bin okay. Kann ich noch die Waffen mitnehmen hier? Nee. Mach schon. Ja, ich versuch's ja. Leider geht er nicht schneller. Hier ist keiner. Schnell! Nachladen. Ja, als halber. Du machst das gut. Nur weiter so. Ich bin einfach zu viel Blut. Oh, scheiß Blut muss gestoppt werden. Ja, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Scheiße. Ach so, laufen dachte ich. Gehen, meinst du? Los, komm! Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück, komm! Oh. Hey! Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Oh. Bleib sofort stehen! Vorsicht! Wow. Joel. Hier. Steh Alter, auf. Sie kann sich gut wehren auf jeden Fall, ne? Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm. Oh, Scheiße. Okay, sie wird immer besser im Schießen. Einfach das Pferd.
Los! Aber wohin? Wohin sollen wir? Wohin sollen wir, ist die Frage, ne? Wohin sollen wir? Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Shit! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ja, scheiße! Der Winter. Anscheinend haben wir es ja irgendwie geschafft, dann anscheinend. Und jetzt sind wir bei Red Dead Redemption 2. Ja, süß. Okay. Da schießt aber jemand verdammt gut mit Pfeilen. Und ich würde behaupten, dass es Ellie ist. Das wird nicht lang reichen. Naja. Zumindest durch den Hasenbraten. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Super. Super Abschluss. Hier machen wir direkt weiter beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.